Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 im Multiplayer mit meinen lieben Mitspielern Dragner. Servus. Sheena. Hallo. Und Rado. Einen schönen guten Dings. Schön, dass wir und ihr alle wieder dabei seid. Übrigens, ich wollte mich noch selber flamen. Ich habe mir natürlich jetzt gerade eben die Aufnahme nicht angeguckt, aber ich hatte mich vor unserem Aufnehmen, habe ich mir nochmal diese goldenen Zeitalter angeguckt und habe unter anderem hab ich gesehen, dass es ja sehr wohl das Zeitalter gibt, wo man sich Siedler und Handwerker kaufen kann für Glauben. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit meinen Glauben gespart. Ich habe über 1000, wie ihr seht, um jetzt direkt reinzupushen, wenn das goldene Zeitalter kommt. Und entweder ich habe jetzt nicht gescheit gelesen und habe die falsche Zeitalterkarte ausgewählt oder mir wurde die Karte gar nicht angeboten. Mir wurde angeboten, Zivileinheiten mit Glauben und Gold zu kaufen und das für 30% weniger. Ja, also entweder ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich sofort gesehen habe, oh geil, Missionare und so haben 2 Aufwertungen mehr, das nehme ich. Also entweder ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Also ich habe im Kopf dann ausgeschlossen, okay, wenn ich das mit der Bewegung und mit den Aufladungen bekomme, dann ist das Kaufen für mich ausgeschlossen. Aber es kann jetzt auch sein, dass das total dummer Denkfehler jetzt einfach nur von mir war. Halte ich für unwahrscheinlich. Nee, also ich würde vermuten, ich weiß nicht, ob das wechselt mit den Karten. Ob das bei jedem Zeitalter sich die Karten auch verändern, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das könnte halt schon der Punkt, der Grund sein, warum du es jetzt nicht nochmal angeboten bekommen hast. Ja, die werden, glaube ich, aus einem gewissen Pool ausgewählt, der aber nicht allzu groß ist. Ja, deswegen weiß ich, ich wollte es mir in meiner eigenen Folge jetzt nochmal angucken, ob ich jetzt einfach nur dumm war. Also das halte ich jetzt für durchaus möglich, dass ich einfach zu schnell geklickt habe. Das wäre so ein typischer Fehler von mir. Ja, dann lasst uns doch einfach die nächste Runde beginnen. Es hängt wieder am Typen, das viel labert. Ich bewege mich schon die ganze Zeit. Du hast einfach zu viele Einheiten, die du manuell durch die Gegend bewegst. Ja, alle. Ich habe nichts automatisiert. Er hat ja 180 militärische Stärke. Mhm. Ja, wenn ich also meine angucke, ich weiß nicht, wieso ich angeblich so viel habe mit 110. Demnach müsste ich einfach mal so über Schweden herfallen können. Das sind ja 20 Punkte mehr, als die haben. Ja, aber 20 ist ja nix. Ja, ich habe 2 Bogenschützen, einen Schleuderschützen und einen Keulenschwinger. Das ist meine militärische Macht und damit bin ich stärker als Schweden. Nee, also ich hab 2 Schwertkämpfer und einen Bogenschützen und einen Streitwagen aus so einem Meteoriten rausbekommen. Aber ich habe halt auch 4 oder 5 Schiffe und dann halt die Missionare dazu. Weltkongress? Ach so, das ist so ein spezielles Ding. Du kannst so vergessen. Wieso kann ich nicht auf den Notfall für mich stimmen? Ich will, dass der Notfall eintritt. Fuck! Ich kann nur gegen. Kann ich nicht sagen, ich will. Ich will da mich enthalten. Bei ihr ist eine wichtige Naturkatastrophe eingebaut. Ich sage, nee, vergiss es, kriegst kein Geld von mir. Ja, der Franzose kriegt auch nichts von mir, aber. Die hat mich denunziert, da kriegt sie nichts. Hoffentlich kommt. Außerdem, der Notfall übrigens, ich hab seit bestimmt 5 oder 6 Runden bei dem Typen gar nichts mehr gemacht. Also der ist schon Ewigkeiten durch. Warum da jetzt der Notfall kommt, das ist wieder für mich so ein. Ach, du bist die Naturkatastrophe gewesen für Katharina, genau. Ja. Ah nein, ein religiöser Notfall, bei dem kann ich gar nichts machen, weil ich kenne dich nicht, unbekannter Spieler. Ja, China. Da ist jetzt nur Frankreich eingeritten. Das Lustige ist, Ich will euch nicht unterbrechen, aber könntest du deinen Speer mal bitte da etwas bewegen? Der ist auf Auto. Zieh ihn da mal weg. Dankeschön. Ich wollte nur sagen, das Lustige ist nur, die haben gar keine Chancen, die Stadt gerade zurück zu konvertieren, weil da müsste Frankreich rüberkommen. Ich weiß gar nicht, ob die eine Religion haben. Muss ich mal schnell schauen. Ja, die haben sogar eine. Die müssten halt übers Meer rüber und der Uruk, den es betrifft, der hat keine eigene Religion mehr. Der kann gar nicht mehr konvertieren. Ich glaube, wenn der Notfall für ihn positiv ausgelöst wird, dann kriegt er seine Religion zurück. Nein. Nicht? Definitiv nicht. Nein.
Kannst du unter Religion übrigens nachschauen. Es gibt keine Religion mit seiner, also keine Stadt mit seiner Religion. Er kriegt sie dann, glaube ich, wieder zurück, wenn es für ihn positiv ausgeht. Ach so, ja, das kann sein. Das kann sein. Hat er das Pech? Ja, super, er kann halt keine Religionseinheiten für sich mehr ausbilden. Er hat noch irgendwo welche gehabt. Genau. Deswegen sage ich ja, also der Notfall ist eigentlich mehr als lächerlich. Und da redet er halt nicht mehr mit uns, weil es so lächerlich ist. Was? Er hat doch gerade mit uns geredet. Ja, und ups, ist er plötzlich stumm geschaltet. Ach so, ja, der hat wahrscheinlich einiges zu erzählen. Einiges nicht, aber ich habe etwas erzählt, ja. Was ist denn hier gebaut? Achso, das ist auf Marmor so eine Verbesserung. Ja, okay. Bei Hamburg. Ja, das hat was mit diesem Monopol-Dings zu tun, ne? Ah, dann hast du schon mindestens zwei Marmorquellen und hast dann eine... Ja, ich überlege gerade, wo die zweite sein könnte, weil ich habe tatsächlich keine zweite Marmorquelle. Bist du irgendwo Suzerain? Ja. Dann werden die vielleicht eine Marmorquelle haben. Ah, die haben tatsächlich Marmor, ja. Mhm. Ja. Das wird dich für dich mit angerechnet. Oh mein Gott, diese Mikroschritte gehen mir so auf den Sender. Es ist... Ich glaube, ich brauche einen Civilization Coach. Ich habe bisher eigentlich immer gedacht, ich spiele ganz gut. Mir ist klar, dass ich in dieser Partie einfach nicht gut spiele und dass ich tatsächlich auch, ich will jetzt nicht sagen, schlechtes Gelände habe, aber so richtig gut ist das Gelände am Anfang halt auch nicht gewesen. Aber dieser Nachteil müsste eigentlich inzwischen mitigiert sein. Das Ding ist nur, ich habe den Eindruck, ich mache hier alles falsch. Wolf, der Punkt ist, du bist halt Deutschland. Du bist early nicht unbedingt stark, aber sobald du halt deine Hansen richtig setzt, wirst du halt ein Produktionsmonster. Dann musst du es halt rausreißen. Ich hätte auch gerne, wirklich gerne, zum Beispiel Buenos Aires überfallen und eingenommen. Das Problem ist nur, im Moment ist das schwierig. Wir haben eine Stadtmauer, haben eine relativ hohe Verteidigungsstärke. Ich könnte die Einheiten aufbringen. Ich könnte auch noch irgendwo eine Schleuder bauen, überhaupt kein Problem. Einen Katapult bauen, kein Problem. Aber... ich habe es am Anfang nicht machen können, als es noch einfacher war, weil ich einfach ja zu viele Probleme hatte, zu viele Fehler gemacht habe und auch es nicht so gut gelaufen ist, dass ich die Einheiten gehabt hätte, überhaupt das machen zu können. Und das ist schon ein bisschen doof. Ich war auch überrascht, weil ich tatsächlich so ein bisschen drauf gewartet habe. Ja, ich habe die ganze Zeit damit geliebäugelt. Auch mit Bologna, aber die waren schon recht früh sehr militärisch unterwegs für eine Wissenschafts- Stadtstaat und das hat mich überrascht und die fahren hier auch mit dem Katapult rum, was ich vollkommen Unsinn finde, weil warum sollte der Stadtstaat hier einen Katapult brauchen? Aber gut, das ist kann er ja ist machen. Ist ja auch Unsinn, das ist es ja. Ja. Deswegen bleibt eigentlich so nur Buenos Aires eigentlich im Moment über für diese Entscheidung. Vatikanstadt habe ich mal gedacht, aber ist mir auch zu weit raus, sage ich mal. Außerdem dreht Rado dann durch. Und ja, deswegen. Lass ihn durchdrehen. Nee, ich hätte halt schon gedacht, dass ich mir mindestens einen, vielleicht zwei Stadtstaaten gerne holen möchte, aber es hat halt nicht geklappt. Ich finde, das ist aber als Deutscher auch nicht so leicht, wie sich das liest. Nee, also plus 7 Kampfstärke ist wirklich nicht so gut, wie sich's anhört. Aber ja. Es wäre schön gewesen. Es wäre schön gewesen. Und möglich wäre es gewesen, wenn ich nicht... ja, wenn ich einen besseren Start gehabt hätte. So. Aber jetzt auch genug genörgelt. Aber es muss ja mal gesagt sein. Ich brauche, glaube ich, wirklich einen Coach. Ich spiele auch bloß nach Gehör. Also das Einzige, was ich dann bei Deutschland bei dir beurteilen kann, ist, ob du deine Hansen richtig setzt, weil das habe ich mir mal mit Deutschland wirklich eingebläut. Diese berühmten Rautenformationen.
zwischen mindestens zwei Städten. Das Maximale aus, ich hab Bologna getroffen. Aus deinen Städten quasi rauszuholen. Ach so, du meinst, dass man die nebeneinander platziert von. Ja, das muss ich mal schauen. Das sollte hier zumindest machbar sein. Es sind aber keine guten Hansefelder da, muss man sagen. Ja, wird schwierig. Brauchst du ja nicht. Brauchst du ja nicht. Du musst auf jeden Fall darauf achten, dass du zwei Hansen mit zwei Marktplätzen quasi, dass also jede Hanse mit zwei, mindestens zwei Marktplätzen umzingelt ist. Und dafür verzichtest du sogar eher auf einen Geländebonus. Also wenn du jetzt plus 0 und plus 1 hast, aber bei dem plus 1 kannst du deine Hanse nicht so setzen, dass du halt die zwei Marktplätze daneben hast, dann musst du eher auf den plus 0 Punkt gehen. Da, das habe ich tatsächlich auch noch nie probiert. Also einfach die Hansen in einen Cluster bauen und dann die Marktplätze drumherum. Also oder was. Du baust normalerweise im perfekten Zustand natürlich. Das ist jetzt wirklich das Perfekte. Baust du, sag mal, links und rechts direkt nebeneinander zwei Hansen. Und dann genau in die Spitzen, also nördlich und südlich, baust du dann einen Marktplatz, dass quasi jede Hanse, das ist immer die Verbindung zwischen zwei Städten. Das kannst du natürlich noch maximieren mit drei oder vier Städten, wenn du eng genug gebaut hast. Aber und dann kriegst du halt da einen brutalen Bonus alleine draus. Jetzt muss ich gerade mal eine ganz blöde Frage stellen. Wie kann ich denn nochmal einen Bezirk abbrechen? Gar nicht, glaube ich. Ich glaube, wenn der einmal gesetzt ist, hast du die Arschkarte. Da habe ich mir nämlich schon öfter in Fuck, ehrlich? Ja, ich glaube schon. Eventuell müsstest du eigentlich auf das in der Stadtproduktion auf den Bau raufklicken und den ganzen in den Mülleimer ziehen können. Was, in den Mülleimer ziehen können? Was? Was? Ja. Was? Was? Auf der Windows-Oberfläche oder was? Nee, wenn du in der Produktions bist, Liste und oder Mehrfachliste, dann müsstest du eigentlich die aktuelle Produktion hier auswählen können und dann in den Mülleimer. Richtig, ja. Nee, kann man nicht. Wo ist denn die Produktionsliste? Aber man kann auf den Mülleimer klicken, doch, das geht. Wolf. Also ich weiß nicht, ob es mit einem Bezirk funktioniert. Ich werde es bei mir nicht machen, weil ich gerade keinen Bezirk im Bau habe. Du kannst ja der Wolf jetzt probieren einfach mal. Ich habe ein Bezirksgebäude im Bau. Und könnte das abbrechen. Ja. Na, Gebäude ist klar, aber ich glaube, Bezirke und auch Weltwunder, glaube ich, kannst du nicht abbrechen. Ja, weiß ich nicht sicher. Nee, das geht nicht. Das geht tatsächlich nicht. Shit. Dragner, diesen Tipp hättest du mir ehrlich gesagt ein bisschen früher sagen müssen. Das hat er absichtlich so lange hinausgezögert. Nein, hey, der Wolf erzählt seit Wochen, dass er voll der deutsche Bro ist. Ja, aber hör mal, solche Feinheiten habe ich tatsächlich noch nicht. Also ich baue auch immer so ein bisschen ästhetisch, ne? Also, nein, Quatsch, aber nein, aber es ist schon so, dass ich tatsächlich sehr viel Wert auf Geländeboni lege und noch nicht aber so auf die Idee gekommen bin, dass man das so als Cluster zusammenbaut, ne? Ich kann dir das aber tatsächlich auch nur bei Deutschland so sagen, weil mit denen habe ich mich halt auch mal ein bisschen genauer beschäftigt, weil du ja mit Deutschland ohne Probleme auf weit über 100 Produktionen kommen kannst, also pro Stadt. Aber deswegen habe ich mich da mal ein bisschen mit dem Setzen von den Hansen eingelesen, aber das ist bei anderen Nationen könnte ich es jetzt auch nicht sagen. Bei Korea, wenn ich zum Beispiel Virado Korea spielen würde, würde ich auch einfach mein Forschungsding einfach da, wo der höchste Bonus ist, hinsetzen und fertig. Ja. Es gibt immer so ganz besondere Sachen, wo du sagen kannst, okay, da versuchst du den entsprechenden Bonus dir einzufahren, aber da musst du wirklich weit im Voraus planen und hoffen oder gezielt darauf hinbauen, dass deine Städte auch genug wachsen dafür. Ich kann euch jetzt mal eben für 20 Sekunden nicht hören, ich muss mir dringend den Pulli ausziehen. Ausziehen. Pullover, sowas habe ich gar nicht. Ich glaube, ein oder zwei im Schrank. Wieder da. Keine Ahnung. Zu warm. Ich habe bloß T-Shirts an. Nee. Bin total verfroren. Ich sitze auch mit einer Trainingsjacke da. Aber bei mir ist ja so, wenn ich aufnehme und die Zimmertür zu habe, dann wird es ja sofort bei mir 58 Grad hier im Raum. 58 Grad? Ja. Also jetzt gerade habe ich Temperatur. Nee, ich habe jetzt gerade nur 25. Das ist kalt. Ich habe das Fenster offen neben mir, deswegen. Trotz Erkältung. So, was ist hier? Wann geht's weiter? Ich bin dabei. Ich habe schon ein Rundenende gedrückt. Wahrscheinlich bin immer ich der jetzt alle. Ja.
Ja, du musst deine Einheit mal ein bisschen automatisieren, denen ein Ziel geben, wo sie hinlaufen sollen. Ja, das habe ich jetzt meine Missionare. Da klicke ich jetzt nur drauf, wo sie hinfahren. Die ziehe ich nicht extra. Aber ich hoffe einfach, dass sie auch ankommen. Siehst du, danke für die Erinnerung. Oh, da habe ich schon einen verloren. Wo? Oh, ja, das habe ich befürchtet. Ich brauche Schiffe. Ich brauche mehr Schiffe. Werd endlich zum Stadtstaat. Komm. So, hier ist der Markt fertig geworden. Dann wird der in Auftrag gegeben. Brauche mehr Handwerker. Na, oh, du sagst was. Ja. Mag jemand mit mir eine Forschung tauschen? Was denn für eine Forschung? Ich wüsste gerne, wo Wassern ist, damit man über Ozeane fahren kann. Dazu müssen wir ja keine Forschung tauschen, oder willst du die Forschung haben? Ja, ich will nur wissen, wo die ist in erster Linie. Du willst über Ozeane fahren? Hm. Das müsste bei einer, bei astronomischer Navigation ist das, glaube ich, noch nicht, oder? Kann man dann schon Ozeanfelder überqueren, doch? Ja, frag mich nicht, ich bin offiziell noch immer noch nicht mal Mittelalter. Achso, warte mal, astronomische Navigation, nee, das ist es nicht, das habe ich schon, da bin ich schon vorbei. Dann weiß ich es ehrlich gesagt auch gerade nicht. Wenn ich das richtig sehe, bin ich eh am weitesten vorne. Müsste also Zufall sein, dass ihr das entdeckt. Ja gut, das ist eh immer Zufall. Was rede ich? Ja, wenn man das richtige Eureka auslöst, dann sieht man die ja schon vorher. Ja, guter Hinweis. Ich muss mal kurz gucken, was das Eureka wäre. Ja, da müsste ich halt auch die Forschung dafür wissen. Wenn du es gezielt machen willst, solltest du die Forschung kennen, ja? Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ja, nur Probleme hier, das ist schlimm. 28 Runden. Wenn nicht das, das und das. Aber es ist es allemal wert. So, mal gucken, was können wir denn hier noch nehmen. So, hier tun wir jetzt mal was fürs Geld. Bau zwei Häfen, willst du mich verarschen? Als wenn ich keine zwei Häfen hätte. Anscheinend habe ich keine zwei Häfen. Aber bei mir läuft gerade das schöne Mayen-Zieht im Hintergrund. Die Musik ist wirklich fantastisch. Civilization. Grundsätzlich alles. Naja, es gibt schon ein paar Zivilisationen, die anstrengend sind, finde ich. Ja gut, ich spiele ja immer nur dieselben. Hey, okay. Ja, du hörst im Grunde nur deutsche Volksmusik. Die japanische Hintergrundmusik ist auch sehr schön. Und die schottische auch. Die Dudelsack, ja. Ja, sagt mir die ganze Zeit, ihr wartet auf mich. Oh, ich habe jemanden entdeckt. Stadtstaat. Ach, Cinquetti habe ich jetzt erst entdeckt. Siehst du mal, Rado. Noch nie von gehört. Doch, hat er vorhin mal gesagt, weil er dachte, das wäre der, den ich entdeckt habe. Wenn ich jetzt zu dir nach Hause fahre, ich weiß ja, wir wohnen ein paar hundert Kilometer auseinander, da bin ich aber wahrscheinlich noch schneller an deinem Runde-Wenden-Knopf als du selbst, oder? Merkst du selber gerade, oder? Wenn du unten rechts hinguckst. Also bei mir steht Warten auf Drachen. Bei mir auch. Ja, super, weil die automatischen Einheiten jetzt den Rundenwechsel abgebrochen haben.
Das machen sie gerne, wenn sie sehen, dass das Zielfeld belegt ist. Was ich etwas sinnfrei finde. Sie haben noch x Runden, bis sie da sind, aber wir machen mal Stopp hier. Ja. Aber Wolf, ich brauche nur 12 Minuten mit dem Auto. Das ist gut, das sollten wir uns merken als Option. So, jetzt müssen wir erstmal das machen. Ja, oh, da haben wir Schener Tiger entdeckt. Nürnberg ist katholisch. Ach, da, so, du kämpfst gerade mit so einem Barbaren. Mach das mal weiter. Das mache ich überall, die ganze Zeit. Gleich eine Mark bauen. Warte mal, wieso Mark bauen? Da müsste doch eigentlich. Ach, das Ding abgebrochen. Dürfte doch eigentlich gar nicht. Doch. Das Feld war nicht belegt. Ich hab das Dusel, das Barbarendorf, wo ständig meine Schiffe, oder wo ständig Piratenschiffe rausspawnen oder Barbarenschiffe rausspawnen, das wandelt sich jetzt gleich in den Stadtstaat um. Mhm. Das finde ich sehr schön. Ja, dann wäre es um einiges friedlicher. So ein bisschen, so ein bisschen, ja. Also du hast ja einen ganz herrlichen Bart, Äthiopien. Gell? Der ist ja fast vergleichbar mit meinem. Stimmt, ja. Wir sind Bartsbrüder. Ja. Oh Gott. Oh, ich hab noch was vergessen bei Schena. Warte ein. Oh, warte mal. Ich muss nochmal eine Runde abbrechen. Schena hat mir gerade... Oh, kannst du haben. Warten auf Rado. Oh, jetzt gibt's die nächste Überschwemmung. Oh, jetzt müssen wir die ganzen Felder repariert werden, ey. Wird Zeit für einen Staudamm. Seh schon, beim Wolf läuft's. Wo ist die Mine? Ach da. So. Was, Moment mal, wieso kann ich hier keine Mine bauen? Du hast die Technologie doch nicht. Vielleicht nur reparieren? Das ist ein Hügel. Warum kann ich auf dem Hügel keine Mine bauen? Ich kann hier nur eine Weide erstellen, weil hier Schafe sind, oder was? Ach, dann war die Aktion mal völlig sinnlos, ey. Oh Gott. Oh, sogar die Einheiten sind verschädigt. Vielleicht entfernen können. Ich hab... Was, die Schafe, meinst du? Ja. Mit einem Arbeiter geht das, glaube ich. Ja, Moment, stimmt. Ah, das wäre dann noch. Was ich normalerweise nicht mache. Ja, das wäre dann noch ein Zwischenschritt gewesen. Ja, ich muss Produktion machen. Das ist. Das geht hier so nicht mehr. Boah, Hochwasser bis hier hoch, ey. Sogar die Einheit in Hamburg beschädigt. Gibt's doch gar nicht. Hamburg ist auch beschädigt, sehe ich. Ja. Du brauchst endlich einen Staudamm. Ja. Komm Wolfsherz nicht mit solchen modernen Erneuerungen. Hallo, er ist Deutschland. Er müsste eigentlich mit der Wissenschaft weit vorne liegen. Er forscht doch am Ra. Muss ich das jetzt rund machen? Warum muss ich denn das rund machen? Geht nicht auch eckig? So, jetzt machen wir das nochmal. Er dreht am Rad, der Junge. Ich drehe hier wirklich am Rad, ey. Bin sehr unzufrieden. Aber nur mit der Gesamtsituation, ja? Hier ist sogar das ganze Feld verschwunden. Es ist nicht nur einfach kaputt. Nee, ich muss es komplett neu anlegen. Ja, das kann passieren. Boah, das ist ja wohl...
Katharina denunziert mich auch schon wieder. Also die ist ja, irgendwie... Die Katharina ist, hat echt einen Vogel, das sehe ich genauso. Ja, also Menelik der Zweite ist wesentlich freundlicher als diese Katharina. Ja, aber du hast mein Angebot nicht angenommen. Ich habe keins bekommen. Doch. China hat noch kein Lesen und Schreiben. Jetzt wird mir eins angeboten hier. Habe ich extra nochmal gemacht. Aber jetzt kann ich gerade nicht, weil irgendwie Zugberechnung. Ja, kann ich auch nächste Runde. So schon Züge. So. Alle sind mit mir befreundet, nur der Franzose nicht. Also gegen den Franzosen könnte man ja was unternehmen, deswegen. Ja, du bist ja eh nächste Woche in Paris. Mach mal was. Ja, stimmt. Wir sind jetzt in Aufnahme Folge 3. Da könnt man gleich mal sagen, dass wir die Woche drauf, also die Folgen 7, 8, 9 verschieben sich um eine Woche. Es sei denn, es öffnet sich irgendwie ein Zeitfenster, aber im Moment sieht es da nicht, danach nicht aus. Ne? Genau. Weil nächste Woche Sonntag, wo wir normalerweise aufnehmen würden, bin ich in Paris. Erobere ein bisschen die Franzosen. Ja. Kann man doch nichts erobern. Und Ragnar, würdest du deinen Missionar bitte hier nicht zum Einsatz bringen? Warum? Ich möchte nicht missioniert werden. Das ist dein Problem. Aber erstmal erkunde ich nur die Karte, kannst noch froh sein. Wie ist denn das jetzt bei dir eigentlich? Hier, mach mal kurz hier Religion. Nürnberg ist über Nürnberg ist keine Verhandlung. Ah, den Rest lasse ich mir bei mal. Ich muss den Katholizismus von den Franzosen, den muss ich leider auslöschen. Es geht nicht anders. Das ist ein innerer Drang von mir. Nee, ich möchte aber nicht, dass hier deine merkwürdige Ideologie Teil des deutschen Gedankengutes und Religionsgemeinschaft wird. Das möchte ich nicht. Deine Gedanken sind laut meiner Religion frei. Ja, die Zerstörung des Katholizismus würde hier dazu führen, dass ja die Dragnalogismus oder wie du das genannt hast, Dragnalogie, dass die dann hier vorherrschend wäre und sich in meinen weiteren Städten verbreiten könnte. Jede Missionierung antworte ich mit einer Kriegserklärung. Ja, gut, dann schick schon mal deine Truppen. Also das war jetzt geradezu Herausforderung. Einigt euch. Es geht direkt los. Nee, oh, nicht schon wieder eine Überschwemmung. Das ist doch jede Runde. Jede Runde. Jetzt ist noch ein Feld kaputt. Ich kriege hier echt zu viel, ey. Gilgamesch hat die große Bibliothek abgeschlossen. Jetzt hat Rato, was ist los bei dir? Ja, ich bin leider nicht. Ich hätte sie gerne gehabt, aber... So, also wie war das? Wolf direkt konvertieren, weil er mir den Krieg erklären. Also zack, los geht's. Er hat in Aachen, habe ich eben gerade gesehen, die Drachenologie verbreitet. Klar. Wenn bei mir so kommt, direkt, jetzt Wolf ist fällig. Ja, ich kann keinen Krieg erklären. Weil du gerade mit ihm befreundet bist, vermutlich. Ja. Nimmst auch noch seine Freundschaft an. Ja, zu dem Zeitpunkt waren noch nicht die Redner von, dass Dragnar rumkommt mit seinen Missionaren. Ich kann jetzt echt nicht mal was machen, das ist ja wohl total zum Kotzen. Wolf, du kannst sowieso nichts machen, weil du keine eigene Religion hast. Ja, ich weiß, aber... Die schwappt sowieso zu dir rüber. Ja, er kann was machen, sobald er religiöse Sachen baut und in den jeweiligen Städten von woanders die Religion importiert bekommen hat. Ja, aber er will ja überhaupt keine Religion, weil jede Religion, die er ja verbreitet, ist ja schlecht für ihn. Nee, ich will nur deine Religion nicht. Ach so.
Aber du weißt ja, bei meiner Religion heißt es, Gedanken sind frei. Mhm. Du darfst glauben, was du möchtest. Hauptsache, du glaubst an mich. Ah, ich kotze gleich. Also ich kann dir versichern, ich schicke keine Missionare. Trotz allem steigt der Tigerismus in Nürnberg an, weil ein Händler da unterwegs ist. Und ich habe keine aktiven Missionare. Boah, ich wurde gerade vom Franzosen denunziert. Kann man das sich vorstellen? Überhaupt nicht. Ich kann mir das grundsätzlich gut vorstellen, dass du denunziert wurdest. Wir wären übrigens schon wieder bei 30 Minuten, so leid es mir ein bisschen tut. Aber nur so ein bisschen, ja? Ja, dann lass uns die Runde mal beenden. Also nicht die Runde, sondern die Aufnahme. Seid ihr alle einverstanden? Können wir ja, gerne leider. Machen. Ja. Auch wenn die Runde ich noch weiterspielen könnte. Fertig, oder? Ja. Also ich könnte gut noch 2-3 Stunden weiterspielen. Ja, also kann von mir aus können wir auch noch eine Folge machen. Eine würde ich. Das machen wir gleich, wenn wir durch sind hier. Brauchen wir jetzt nicht besprechen in der Folge. Ja. Aha, der Franzose läuft hier übrigens mit Vampiren rum. Dragner hat für 600 Glauben oder für 700 Glauben neue Leute gekauft. Ich mache das jede Runde, dass ich einkaufe, als du es noch nicht gemerkt hast. Runde ist vorbei. Okay. Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und hoffen, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus. Ciao.